Viel Spaß mit Overcooked 2. Ja. Endlich. So lange habe ich auf diesen Moment gewartet, was wir alles durchgemacht haben, um diesen Nobelpreis zu gewinnen. Den haben wir uns aber auch verdient. Aus die An, Kevin, das berühmte Grimorium Gastronomicon. Oh. Ja, moin. Was? Wuff! Das ist nicht gefährlich, stell dir nicht so an. Dieses Buch birgt das Geheimnis zu ewig währender kulinarischer Herrlichkeit. Löse in einer großen Schüssel Zucker in warmem Wasser auf und rühre dann Hefe ein. Lass dir mir schon gehen, bis die Hefe eine volle, schaumige Form annimmt. Oh Gott, wir werden Monster erschaffen. Mische Salz und Öl und vermenge es mit dem Mehl. Knete den Teig und bedecke ihn mit einem feuchten Tuch. Und dann lasse ihn aufgehen. Oh Gott, was haben wir getan? Das arme Brot. Aufgehen, auferstehen. Hoch. Nein, so war es nicht gemeint. Jetzt ist das... Ist es das... Unbroten. Gott. Wow, Alter. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Overcooked 2 zusammen mit Zombie. Hallo. Manuel. Hallo. Und Wintercracker. Hallo, ich bin der neue Paluten. Als meine besten Köche, also zumindest jene, die gerade hier sind, kümmert euch drum. Schlagt sie zurück. Sie scheinen richtig hungrig zu sein. Los. Okay, Wintercracker weiß noch nicht genau, wie das geht. Eigentlich gibt es nur zwei Knöpfe. Es gibt Aufheben. Gib mir die Tomaten! Schneller! Hallo, Alter. Okay, warte. Also ich kann okay sagen. Moment. Alter, diese Omi da oben. Jetzt gib doch! Oder hallo? Da liegt doch nichts drauf! Welche Knöpfe? Hallo? Ausgezeichnet, mit schön servieren. Ach, ich muss Tomate, 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 bleibt Tomate. Hier ist die Tomate. Gib mir doch. Manu, geh mal rechts hin. Geh mal rechts. Geh mal nach rechts. Genau, und mit A legst du wieder Sachen ab. Und ansonsten mit B kannst du dashen. Und es ist eigentlich schon alles. Ja. Warum sind hier so viele Kreise? Sorry. Wir machen Salate. Ich leg hier Sind wir gut, ey. Und was genau muss ich da hinlegen? Leg einfach alles hoch. Hat Paluten auch immer so gemacht. Guck mal. Okay. Ihr müsst oben links stehen die Rezepte, was wir kochen müssen. Genau. Das muss alles unten auf den Teller und dann unten also abgegeben werden. Also oben links steht, wir brauchen gerade Salat, Tomate, Gurke, alles auf den Teller und dann schieben wir das in die Abgabe rein. Genau. Und die Sache ist die, wir haben hier oben die Schneidebretter. Deswegen wir geben denen die Zutaten nach oben, die schneiden das und wir legen es dann drauf. Salat. Und jetzt schreien die Salat und dann müssen wir Salat hochlegen. Salat. Und wir haben gerade Salat, Tomaten und Gurken. Salat. Ja, ich verstehe es. Ja, Winterköcker, danke. Ja, warum kriege ich das? Noch eins? Ja. Perfekt. Die Gurke habt ihr schon? Ich leite den Kram und dann müssen wir den einfach nur hier einfach nehmen und auf Teller. Da links erscheinen immer Teller. Du musst das alles auf einem Teller, das ganze Rezept halt versammeln. Okay, ich mach gerade das erste, jetzt brauchst du nur noch Salat auf deinem. Heißt, wir müssen den Salat rüberreichen. Du musst keine Gurke drauf, Wintercracker. Du hast das Rezept kaputt gemacht. Oh, fehlt, ich dachte, du hast das. Egal, stell zur Seite, das brauchen wir bestimmt gleich wieder. Ansonsten. Wir schmeißen Müll. Verkaufen wir das noch morgen. Nein. Genau, Salat drauf. Und dann abgeben. Achso. Oh, wir sind on fire. Wintercracker. Du bist so gut. Genau, gib uns mal einfach von einem zwei Tomaten nochmal. Zwei Tomaten. Ich hab das ganze Zeug selbst sein. Oh Gott, perfekt. Wir haben nur noch 29 Sekunden. Ja, jetzt könnt ihr alles einfach zusammenstellen, wie ihr lustig seid. Ich nochmal. Alles ist hier gehandelt. Der spawnt gleich, Wintercracker. Ich bring dir die Tomate. Oh, du hast schon Tomate. Okay. Wir brauchen eine Tomate, will, oder? Ja, haha, so, die Omi hat. Kann mal von allem ein bisschen was bringen, danke. Oh nein. Doch, das fehlt Wintercracker. Jetzt sammeln alles auf. Nimm eine Gurke, dann die Tomate und dann den Salat, der da liegt. Und dann abgeben. Du hast 3 Sekunden. Abgeben. Ja. 700 Eingeld von Trink 60 oder so. Trink mal 4. Ich glaube, wir haben das 8-fach oder diese so. Diese Horde ist zu gefräßig. Nein, spiel nicht den Helden, Kevin. Schnell zurück zum Schloss, Rückzug! Warum haben wir denen jetzt was zu essen gegeben? Ich verstehe das nicht. Wir haben gedacht, die werden satt. Ich habe gedacht, Sandwiches
Also Brote werden zu Sandwiches und Sandwiches sind dann nett. Mit Salat. Ihr seid vielleicht meine besten Küche, aber ihr müsst auch lernen, wie man mit einem solchen Appetit umgeht. Kevin und ich können die Meute aus dem Schloss heraushalten, drückt mich nicht weg, aber wenn die Unbroten vom Schloss aus über das Land herfallen, ist das ganze Zwiebelreich in der Gefahr. Wir müssen schnell hundeln. Was? Oh. Natürlich. Der Foodtruckster 500, der hat ja gerade erst ein Upgrade erhalten. Wieder einmal scheint die Köche unser Königreich retten zu müssen. Also nehmt euch mein Fahrzeug los. Lernt ein paar neue Rezepte und um Zwiebels willen. Lernt endlich zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten zusammen. Oh, ich kann mich bewegen. Oh, rechts ist eine Karotte. Ich will das essen. Ich will die Karotte. Ich bin tatsächlich die Omi. Manu ist derselbe wie beim letzten Mal. Der mit seinem Retard. Super Lächeln. Aua. Zombie ist das Walross, weil er irgendwie mehr Skins hat als wir. Und Wintercracker ist der grüne Koch. Guck mal in die Kamera, Wintercracker. Oh, ich furz. Da bist du. Da bin ich. Es gibt ein neues Feature in Overcooked 2 und das ist, glaube ich, dass man Essen werfen kann. Ja. Und. Ich hab im ersten Level Manu schon was zugeworfen. Echt? Ich habe das nicht gesehen. Welche Taste? X. Okay, ich schmeiß jetzt mit Essen. Auch wenn man das nicht tun soll. Neues Rezept. Sashimi. Sashimi. Also einfach klein geschnittener Fisch. Warum ist der um alter Mann? So, ich fluche jetzt noch die ganze Zeit. Guck mal. Oh nein. Okay, wir brauchen. Oh, ich hab den falschen Fisch. Von dem Fisch hier zwei Stück. Ja, dann pack ich weg. Und dem das ab. Okay. Ah, jetzt brauche ich meinen. Und bin da gerade jetzt halt wie in der Küche. Das ist quasi ein Küchensimulator. Heißt, man schreit sich auch wirklich die ganze Zeit ab. Also, okay. Ich stell die Teller überall auf die Tische, damit ihr alles abgeben könnt. Ich lauf durch die Gegend und bin Omi. Rechts. Hey, guten Tag, wie geht's dem Neffen? Oh, ey, nein, ich hab Hilfe. Ja, ich hab schon abgegeben. Essen auf den Boden werfen. Ja, sorry. Du kannst es abgeben, Mann. Nein, das war falsch! Ja. Gib nur richtig. Das kommt bestimmt gleich. Hier, guck mal. Wie in der richtigen Küche. Da, hier den. Nur noch Essen ist Essen. Hier ist. Ich unterhalte mich mit dem hier unten. Teller? Ja, hier, ich stelle einen drauf. Oh, nee, kannst du es auf meine Hand? Gib her. Oh, das geht! Nein. Ah, das ging, glaube ich, schon auch. Oh, der Fisch lag gerade auf dem Boden, ist nicht schlimm, oder? Nein, nee, das ist nicht schlimm. Vor allem bei Fisch ist es nicht schlimm. Wirf ihn auf meinen Teller, Manu. Warte. Oh. Wie wirft man denn? Oh. Alter, das mit X, geht's? Mit X. Aber ich spiele gerade mit Tastatur im Modal. Ah. Warum geht das? Kannst du nicht einfach wechseln? Da ist mein Controller gerade da hinten, ich möchte nicht aufstehen. Das war schon wieder falsch. Und hier, weg damit! Ich muss sagen, das Rezept ist zu leicht. Das ist halt echt so einfach. Das könnte das Tutorial sein. Ja, du musst halt wissen, unser Kochleben war schon am Limit. Ah, meinst du? Ja, ist wirklich wieder die Hölle. Alter, wie viel Geld wir auch machen? Manu! Geh mal auf meinen Teller! Ja, weil wir so schnell abgeben, deswegen kriegen wir einen Multiplikator. Ja, aber so viel Geld? Gut, guck mal, so viel haben wir nie erreicht. Vor allem, wir schneiden gerade eigentlich nur Fisch klein. Ja, das ist ein schweres Rezept. Wir haben nur noch 50 Sekunden. Kann man die fertigen Teller nicht auch irgendwie gärschen? Oh. Du kannst die fertigen Teller aber irgendwo hinstellen. Alter, ist doch nicht normal. Hier, Wintercracker, brauchen wir den anderen Fisch. Ja, was denn? Da, gib ab! So. Hier, ist der falsche, oder? Ne, ist der richtige, hier. Hallo, hört auf! Ja, was soll? Gut. Gibt's nur einen Vierer-Multiplikator, oder warum kommt... Wollen wir nicht einfach aufhören? Nein! Das bist du für ein Koch? Guck mal, wir haben 1000 Geld! Wollen wir nicht unsere Kunden verhungern lassen? Wir haben schon genug heute verdient. Die wollen rohen Fisch essen. Hier ist doch gut. Unser Multiplikator ist weg. Ja, weil man wegen meinem Satz. Ist ja das Spiel registriert. Oh, das darf ich gar nicht abgeben. Ja. Das hier. Gib ab. Jetzt. Ich geb ab. Gib ab. Nein. Alter. Hey, guck mal, wir hatten. Okay. Ja, weißt du, woran das liegt? Weil wir jetzt nicht mehr laggen. Wir können jetzt richtig spielen. Ich glaube, das liegt. Hey, Zombie! Ach, da kann man. Wir haben es geschafft! Okay. Und wieder einmal haben die Köche den Tag gerettet. Ja, was wird das nächste krasse Rezept sein? Vielleicht Fisch mit Brot? Nee, Fisch mit Alge, so wie es aussieht. Oh, vielleicht sogar noch Reis. Sushi! Wintercracker? Okay, wir haben das Rezept für Sushi gelernt, aber ich hab nicht aufgepasst. Wintercracker sucht gerade seinen Controller. Also wir müssen auf jeden Fall einen Fisch schneiden. Ja, und Reis müssen wir in den kochen. Topf. Ich mache einfach Reis in den Topf. Müssen wir kochen? Aber Sushi ist einfach. Und dann Fisch. Warum rennt hier ein alter Mann rum? So. Das ist voll eklig. Hallo?
Hallo, Winterkrieger. Muss man den machen Sushi? Nee, den muss man nicht schneiden. Oh, ich doch, den muss man schneiden. Achso. Ja, was ist mit dem? Hast du ihn? Der geht noch nicht. Ja, ich hab den jetzt angeschlossen, aber ich glaube, der installiert noch kurz. Ist es hier Sushi? Muss ich es abgeben? Ja. Ja. Wir müssen einfach die ganze Zeit dasselbe kochen. Immer Fisch und Algen. Also kochen funktioniert so, man macht Sachen in den Topf und dann geht ein Balken vorbei. Also, und dann wird Sushi. Bräuchte noch einmal Algen? Ach perfekt, danke. Abgeben. Ich kümmere mich um den Algen. Gerne. Hier, guck mal, ich hab Reis für euch da. Ich will einen Fisch. Guck mal, warum laufen hier alte Männer durch? Warum hast du den Reis? Ich brauche einen Fisch kurz. Ja, was ist irgendwas mit dem verbrennt, Reis? Irgendwas verbrennt. Nee, es verbrennt nichts mehr. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich lege jetzt Algen überall drauf, so. Nee, Algen mache ich doch, Wintercracker. Leg doch einer mit Fisch drauf. Der hat nur drei Tasks. Aber der Fisch kommt doch von Manu. Nein, ja, ich mach den Fisch einfach. Manu macht gar nichts, er schneidet den nur. Du musst aufpassen, Zombie ist immer wütend, wenn man seine Aufgabe klaut. Ohne mich hätte der einfach keinen Fisch. Ja, wenn man meine Aufgabe klaut, bringe ich Leute um. Der ist immer ausgerastet. Dann lege ich halt den Fisch auf die Teller. Leute, wir können wieder aufhören zu arbeiten. Alter, nee. Du bist so ein Harzer, ne? Also, sorry. Ja, beim letzten Spiel war es immer so ultra knapp. Und jetzt kriegen wir irgendwie ja, den Win. Ja, ich denke, das kommt noch. Den Win der Woche. Ja, aber wirklich. Schon. Wie viel Reis? Wie viel Reis? Reis, ja, Reis, ich bin Reis, dabei! Reis. Oh, sorry. Maudado. Ja, Reis ist das einzige Problem, glaube ich. Ja, wenn das Maudado kommt so langsam ist. Ja, genau, der Kreis muss halt kochen. Nein, da waren wir im Weg! Ja, wieder geschafft. Gut geschmiedete Küche, Alter. Ich krieg ein Achievement nach dem anderen. Null fehlgeschlagene Rezepte. Oh, neuer Koch! Was? Nein, wir haben keinen Koch bekommen. Ich hab einen Koch bekommen. Ich hab gar nichts bekommen. Oh, bitte kriegt nur der Host den Fortschritt, weil man will alles zu viermal spielen. Ja, du kannst doch Achievements bekommen. Egal, ich hab ja 5 Charaktere mehr als ihr. Oh, bin ich. Oh, guck mal, wir werden lieber Teller wäscht. Ja, das ist meine Lieblings... Das ist meine Aufgabe. Lieblingsaufgabe. Ich war auf dem Bild, ich muss das machen. Also die Teller sind jetzt dreckig, nachdem sie zurückkommen. Ah, okay, wir haben jetzt 2 Rezepte. Leider. Wir haben Sushi und geschnittenen Fisch. Ah ja, das ist wieder ein richtig japanisches Restaurant. Deswegen sind die Bäume pink, lol. Hey, oh pink, ja, warte, wir können den Reis hier rüberwerfen. Hier. Ja, koch den Reis. Koch den Reis. kannst du ein paar Gurken rüberwerfen, Zombie? Nee, du kannst die werfen. Bitte schneiden. Dankeschön. Oh nein, der Reis! Der brennt gleich alles! Warte. Oh, hier haben wir zu viel. Hier, da. Liegt alles da rum. Unten ist eine fertige, da muss es rein. Hier, ins unterste. Okay, ich brauch. Perfekt. Ich brauche einen Lernteller für meinen Fisch. Okay, Leute, ich habe mich gefragt, wann wir endlich überfordert sind. Jetzt ist es soweit. Ja, wir haben 3 Teller, wir müssen einfach einen abgeben. Leute, ich hier noch ein bisschen Reis. Wer wirft dir Reis? Ja, du brauchst gleich wieder 9. Erstmal das fertige Essen abgeben. Eklig. So, und da muss noch eine. Könnt ihr abgeben. Ja. So, und dann wasche ich die Teller, sobald welche da sind. Ach, hier unten ist es abgegeben. Und Reis. Bitte mal Reis nehmen, danke. Ja, dafür brauchen wir Teller. Hier. Jetzt kann er nicht kochen, danke. Macht leise, bitte nicht die Mitte vollstellen, Manu. Genau. Ja, ich warte nur gerade, dass sie Reis nehmen, aber sie wollen es einfach nicht. Ja, okay. Es tut mir leid. Ich habe gerade echt gar keine Lust auf Reis. Das habe ich erst gestern gegessen. Hier, mach einfach mal den Fisch drauf, genau. Einfach Fisch drauf, Fisch drauf. Da habe ich den Reis abgenommen, Manu. Ja, jetzt habe ich aber 9. Scheiße, was machen wir jetzt? Diese eine Gurke da oben aus der Ecke vielleicht wegtun. Warte. So, zack. Wir brauchen echt mal Teller, um einfach... Mal nicht Reis, nicht Reis auf die Teller machen. Wir brauchen die Teller jetzt für Fisch. Alter, danke für diese Gurke. bitte, gerne geschehen. Ja, ich warte auch ganze Zeit auf die Teller. Da fangt die Gurken! Alter, Manu! Du musst nicht auf die rechte Hälfte rüberkommen, Winterkacker. Ich wasche so gut wie ich kann. Wie ich dir ins Gesicht gehe. Ja, vor allem, die verschieben mich auch ein Stück. Ja, nice. Du kannst die Teller aber gerne in deine Mitte rüberheben, dann Winterkacker ab und zu. Okay, jetzt können wir mal... So. Aber ich will was ausprobieren. Kann man? Hallo? Kann man die auch ins Ziel werfen? Oh Gott. Kann ich, ach so. Ah nee, Teller kann man nicht werfen. Nee, Teller kann man nicht werfen. Aha. Schön kochst du da. Fisch. Mit der Burger. Besorg mal einen Teller für den Fisch. Warte, okay, ich hab das wieder leis. Ja. Zack. Warum darf man Teller nicht werfen? Oh, oh. Wenn man geschirrt wirft, weil es zerbricht. Oh, ein Fisch. Ich brauch einen Teller. Hast du ihn gerade geworfen? Hier. Hier. Okay. Das ist respektlos. Wir haben noch 20 Sekunden. Gurke, aber es tickt! Da kommt Reis, Gurke, mach Reis drauf. Mit der Gurke. Reis. Und ich gebe ab. Zack. Boah, Teamwork, Feuer. Mach doch einen kleinen Fisch. Mach doch einen Fisch. Ja, mach einen Fisch.
Den kriegt er. Oh, da ist er schon. Ja! Wir haben es geschafft. Fast 1000 Punkte. Aber mit den Tipps bekommen wir bestimmt. Wir sind, glaube ich, schon mit Tipps. Ach so. Oh. Ja. Oh ja. Schade. Ja, gut. Uiuiuiuiui. Neue Welt. Verborgen. Du hast ein verborgenes Level freigeschaltet. Oh, lol. Wie ist ein Level verborgen, wenn es uns einfach gezeigt wird? Weiß es nicht. Bestimmt, weil wir drei Sterne hatten. Was war das mit den Rampen gerade? Rampen? Keine Ahnung. Aber das ist ein Schiff. Oh, ja. Was kann das denn? Ah, können wir den Schalter an Rampen. Rampe aktiviert. Deswegen ist es verborgen, weil wir den Schalter umlegen mussten, der uns gerade gezeigt wurde. Alter. Ja, durch den Fluss. Ja, durch den Fluss, wie ein richtiges Auto. Einfach da durch, ne, durch so 10 Zirk. Kilometer Wasser. Kevin 1. Ein Kevin-Level. Warum gab's die früher nicht? Gedünstet. Teile Fleisch oder Gemüse. Mische es mit Mehl und dünste es zusammen. Was? Also wir schneiden es zu hoch. Fleisch oder Gemüse und mit Mehl mischen. Ach so, wir panieren das und dann dampfgaren wir es. Hier sind Treppen. Hier, fang! Hä? Nein, Mann! Der Kacke, warum ist das in der Maschine, das Fleisch! Man kriegt es nicht mehr raus! Guck mal, das ist verbuggt! Nice! Wie schneidet man? Ah, mit ist ja geil. Hier oben. Sollte Fleisch und Gemüse zusammen parieren. Mach doch Mehl links rein. Ja, ah, in die Maschine muss Mehl. Achso, ihr habt. Das ist verbuggt. Hier, beschneid das Fleisch. Genau. Ja, ja, ist egal. Wir können es ja trotzdem reinmachen. Yo. Ah, ja. Okay, ja, ich hab's. Alter, nice. Was haben wir da für komischen Fisch gemacht? Habt ihr noch Mehl? Aber ja. Aber den müssen wir auch rein. Okay. Ja. Genau. Okay. Ein Fisch braucht. Also wir mischen das zusammen. Danke. Ja. Alter. Geht halt echt so viel schneller, wenn man das Zeug wirft. Bitte, Maudado. Hier, ihr müsst das Dampfgarn. Okay, mach ich. Hier brennt gleich was. Ja, Maudado. Das schaffst du. Oh Gott. Das ist doch alles gut. Hey, willst du deine Schüssel zurück? Ja, ich will die zurück, bitte. Ich kann die nicht werfen, oh. Ach, hier ist schon alles fertig. Das muss auch in den Dampfgarn. Wo ist meine Schüssel? Ach, Mann. Oh, sorry, Dampfgarn. Schüssel. Machst du den Wintercracker? Gar nicht. Ich brauche die Schüssel wieder, Wintercracker. Wir brauchen einen neuen Teller. Wo bin ich? Alter, ich verliere mich die ganze Zeit aus den Augen. Ja. Du bist die Omi. Ja, ich sehe einfach nicht mehr so abgeben, gut. Abgeben, Wintercracker, wohin gehst du? Warum ist da Mehl drauf? Hey, das ist doch richtig. Ich weiß. Hier, die Schüssel! Wir brauchen einen. Alter, Schüssel die und ihre Schüssel, ne? Die können nix. Hier, du kriegst eine neue Schüssel dafür. Da. Also, wir können euer Zeug jetzt erstmal 5 Minuten ignorieren. Viel Spaß. Aber wir können. Oh ne, wir können nichts gleich machen. Wir haben 1000 Fische. Obwohl, zwei Stück könnt ihr noch machen. Aber was, Teller Fleisch? Noch machen. Wir sind am Limit, Manu. Ne, die müssen nur noch Fische machen. Dann sind wir fertig. Ja. Brauchen jetzt nur noch Teller. Können wir Teller hinstellen? Komm, ich stehe rechts und links. Oh Gott. Wir werden die Helden das noch schaffen? Wir schaffen es so locker, Maudado. Was war nochmal die Lobby? Wir kämpfen gegen Toastbrot, oder? Ja. Die Unbroten. Gib mir die Teller, ich will putzen. Sind die getoastet oder ungetoastet? Ja, ja. Oh, vielleicht toasten wir die am Ende. Oh, das wäre schön. Na, diesmal haben wir sogar echt viele Punkte. Guck mal, wie knapp das war. Ja. Aber Edgar? Aber es war ja auch unser Special Kevin-Level. Gearbeitet. Ja. Ja. Oh, neuer Koch. Oh, gar nicht. Okay, das war's auch für die erste Folge. Beim nächsten Mal machen wir das letzte Level von der ersten Welt, falls die wieder gleich. Oh, guck mal, wir können den Wasserfall runter. Oh, lol. Selbst gleich aufgebaut sind wie das letzte Spiel. Das ist hundertprozentig nicht das letzte Level. Doch, guck mal, die Fahne ist rot. Also das letzte Level von der Welt. Immer. Bei jedem Level war sie rot. Das letzte Level dieser Welt beim nächsten Mal. Tschüss, Schattfetzer, Manu und Wintercracker vorbei.